Es ist Gründonnerstag. Wir erinnern uns an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und an die Einsetzung des Abendmahls, so wie wir es immer wieder feiern, zu seinem Gedenken. Ich sitze dazu hier am Tisch, genauso wie Sie, zu Hause am Tisch. Hallo und herzlich willkommen. Von hier aus möchte ich einladen, mit mir sich zu erinnern an jenen denkwürdigen Abend vor der Nacht zum Karfreitag, damals in Jerusalem. Ein besinnlich meditatives Gedenken soll es sein, bei dem wir aber auch das Abendmahl miteinander feiern. Getrennt, aber gerade indem wir das Abendmahl gemeinsam feiern, auch miteinander verbunden durch die Gemeinschaft, die es stiftet. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus, aber auch miteinander. So feiern wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Brot und Wein stehen auf dem Tisch. Mit ihnen fällt in das Violett der Passionszeit, der Farbe, der Vorbereitung, des Nachdenkens und der Umkehr ein freundliches Licht. Das Licht Jesu Christi, die ersten Vorboten des nahen Osterfestes. Heute durchdringen sie ein erstes Mal die Finsternis, die vor der Tür wartet, und erzählen von Freiheit und Freude. Die Farbe dieses Tages ist darum weiß, die Christusfarbe, wo dich das Licht Jesu Christi berührt, da keimt Hoffnung auf und Lebenskraft. Denn im Brot und im Saft des Weinstocks will uns Jesus Christus begegnen. Das Brot weiß die Geschichte Jesu zu erzählen, seine Passion, seine Leidenschaft für uns Menschen. Er gibt sich hin, damit wir immer wieder neu gestärkt werden, Hoffnung und Halt finden, sogar in den dunkelsten Stunden. Hoffnung, die stärker ist, weil aus der Liebe geboren. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Im Gestein verloren, Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium im 22. Kapitel. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach:
geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, in der ich das Passahlamm essen kann, mit meinen Jüngern. Und er wird euch einen großen Saal zeigen, schön ausgelegt. Dort bereitet das Mahl. Sie gingen hin und fanden's, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt hin und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nichts trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der Tisch war gedeckt. Alle erwarteten, das Passafest zu feiern, das Fest der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und zunächst verlief der Abend wohl auch so. Und wahrscheinlich erinnerten sie sich an die Wüstenwanderung des Volkes Israel, diesen langen und beschwerlichen Weg durch die Wüste. Ja, Freiheit kann beschwerlich sein. Zuletzt aber erreichten sie ihr Ziel. Leben und Zukunft für die Menschen. Für Jesus aber war das Mahl Stärkung für seinen Weg. Auch für ihn würde es zuletzt ein Weg in die Freiheit des Lebens sein. Doch er führt über den Karfreitag, durch Schmerz und Leid hindurch und auch durch den Tod. Jesus stellt sich dem, hält durch bis zuletzt und überwindet das alles auch für uns, damit auch wir Hoffnung finden und Lebenskraft und auch Lebensfreude durch die Nöte des Lebens hindurch. Und so sollte an diesem Abend das Mahl auch für die Jüngerinnen und Jünger stärkend und vorbereitend sein auf das, was kommt. Vor allem, als Jesus Brot und Wein reichte. Mein Leib für euch. Mein Blut für euch. Ich bin da für euch. Wie weitreichend diese Zusage war, realisierten sie erst nach Ostern. Aber dann wurde es zu einer Gewissheit und das Mahl zu einer stärkenden Kraft. Du bist nicht allein. Christus ist bei dir und all die Menschen, die mit am Tisch sitzen, auch dir zur Seite. Und darum teilen wir das Mahl bis heute. Das Brot erzählt, wie schon gehört, diese Geschichte, aber auch der Saft des Weinstocks weiß von Hingabe zu erzählen, wie die Trauben vergehen, damit der süße Saft gewonnen werden kann, aus vielen Beeren gewonnen. Er lässt uns nicht nur das Leben in seiner ganzen Schönheit und Vielfalt schmecken, sondern ermutigt auch, es weiterzugeben und zu teilen, damit alle die Süße des Lebens schmecken können. Nicht nur am Tisch, sondern überall und an jedem Tag. Die Liebe zu leben ist die Seele des Lebens. Gottes Liebe in Leib und Seele, in Brot und Wein für dich und für viele. Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot, wenn alle, die uns sehen, wissen, hier lebt Gott,
Kelch des Leidens teilen wie den Wein. Wenn man erkennt, in uns wird Gott lebendig sein. Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhält. Jesus Christ, du erneuerst unsere Welt. Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser Zeit, Wege ihm bahnen, dass er kommt und uns befreit. Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhält. Jesus Christ, du erneuerst unsere Welt. Gott, ich danke dir, dass du uns dieses Mahl geschenkt hast und dass du uns immer wieder zu dir an deinen Tisch rufst, um uns zu stärken. Ich bitte dich, stärke vor allen Dingen die Menschen, die es schwer haben in diesen Tagen. Und hilf uns, offene Augen und offene Ohren, offene Sinne zu haben für die Nöte der Menschen und ernst zu machen mit dem Teilen. Amen. So wollen wir das Abendmahl miteinander feiern. Wir hören die Einsetzungsworte. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte, gab ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist alles bereit. Seht und schmeckt, wie freundlich Gott ist. Esst vom Brot des Lebens, trinkt aus dem Kelch des Heils. Gott, wir danken dir, dass wir Gäste an deinem Tisch sein durften. Wir danken dir für die Stärkung, für Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir danken dir für die Lebenskraft, die du uns schenkst. Amen. So lasst uns unseren Weg auf das Osterfest zu fortsetzen. Über den Karfreitag und das Gedenken des Sterbens Jesu, über den Ruhetag am Samstag hin zum Licht des Ostermorgen. Lasst uns diesen Weg gehen, nicht nur gestärkt durch das Abendmahl, sondern auch mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
dass durch unseren Aufschrei Freiheit sichtbar wird. Wenn Gott es ist, der uns in unserem Handeln führt. Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhält. Jesus Christ, du erneuerst unsere Welt. Wenn wir die Liebe leben, die den Tod bezwingt, glauben an Gottes Reich, das neues Leben bringt. Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhält. Jesus Christ, du erneuerst unsere Welt. Wenn wir in unseren Liedern loben Jesus Christ, der für uns Menschen starb und auferstanden ist. Jesus Christ, Feuer,